Ein Regal ist eine simple Sache, sollte man meinen. Tatsächlich aber sind die Unterschiede riesig und die Anforderungen enorm. Und sie verändern sich in diesen digitalen Zeiten. Hier bei Gebrüder Schulte im Sauerland werden zahlreiche Lagerlösungen entwickelt und gefertigt. Im Familienbetrieb, made in Germany, seit 100 Jahren. Wir wollen wissen, welche Köpfe dafür sorgen, Lagertechnik clever zu machen für modernste Anforderungen, vom Haushaltsregal bis zur Industrie 4.0. Herr Konrad, worauf kommt es bei einem Regal aus Ihrer Sicht an? Das Regal hat natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen. So ein Hauptthema ist natürlich Materialeigenschaft, Materialoberfläche, verzinkt, lackiert und natürlich ein ganz wesentliches Merkmal, Stabilität. Wir sind ja jahrzehntelang auf dem Markt im Bereich Regaltechnik und wir bedienen natürlich die gesamte Klientel. Unsere Kundschaft kommt aus dem privaten Kundensegment, geht weiter über Handwerker bis hin zu Industriebetrieben. Wir bauen vom Kellerregal bis zum Hochregallager sämtliche Regaleinheiten und haben somit natürlich eine riesige Breite und eine riesige Kompetenz in der Auslegung von Regalen. Christoph Witage, Sie betreiben hier eine Akademie. Dient natürlich der Aus- und Fortbildung, aber wer darf und soll denn alles so hier hin? Die Akademie ist für unsere Mitarbeiter, aber natürlich auch für unsere Kunden. Wir versuchen mehrmals jährlich Schulungen durchzuführen, intern und extern. Interne Schulungen sind zum Beispiel zu neuen Tools, Produkten oder auch Prozesse. Wir bieten eben auch den Händlern Möglichkeiten über das Verkaufs des Regals auch noch weitere Möglichkeiten zu haben, zum Beispiel durch die Ausbildung zu einem Regalprüfer. Regale müssen einmal jährlich geprüft werden und das bietet eben zusätzliche Möglichkeiten, unseren Kunden, aber auch den Endkunden weiteren Service anbieten zu können. Andrea Schulte, was bedeutet Ihnen Tradition? Unser Unternehmen geht jetzt dieses Jahr ins 100-Jährige. Wir führen unser Unternehmen in der dritten Generation bereits erfolgreich. Und ich freue mich natürlich, das Unternehmen auch weiter in die vierte Generation übergeben zu können. Jetzt ist Tradition das eine. Wie macht man aber aus Tradition Fortschritt? Man muss ja auch mit der Zeit gehen. Wir haben immer geschaut, was braucht der Kunde und haben uns daran, versucht, Innovationen zu bringen. Und heutzutage haben wir eine eigene F&E-Abteilung, damit wir noch schneller am Markt reagieren können, weil heutzutage muss man sehr flexibel und schnell auch agieren können. Wir stehen hier mitten in der Kommissionierung. Was wird hier gemacht? Ich bin Angestellter als Schichtleiter. Muss ich halt Leute gucken, was die machen, was wir am Tag produzieren und kommissionieren müssen. Mein Team ist mir besonders auch wichtig. Ohne mein Team bin ich auch verloren. Ich als Vorgesetzter und mein Team als mein Team, die hinter mir steht. Von mir wird erwartet, dass wir Ware vernünftig verpacken und zufriedene Kunden stellen. Herr Konrad, lässt sich denn ein Regal überhaupt noch neu erfinden? Ja, also ich finde, wir sind in der heutigen Zeit, gerade getrieben auch durch E-Commerce und Schnelllebigkeit, permanent dazu gezwungen, Regale neu zu entwickeln, neu zu erfinden. Das Grundkonzept eines Regales bleibt sicherlich gleich, aber Genauigkeit, Präzision, schnellere Such- und Pickzeiten zu erreichen, dafür ersetzt enorme Anforderungen an ein Regal bis hin zum Automatisierungsgrad. Inwieweit verändert Digitalisierung Ihr Unternehmen? Wir haben viele digitalisierte Prozesse, an denen wir arbeiten. Und natürlich haben wir auch versucht, punkto Service uns weiterzuentwickeln. So haben wir seit 2017 unseren Schulte 3D-Konfigurator, bei dem sich Kunden 24/7 ein Regalangebot erstellen lassen können. Digitalisierung ist natürlich ein wichtiger Punkt im Einsatz, wo der Kunde eben eigenständig, relativ simpel sich ein Regal konfigurieren kann. Und das bedeutet natürlich einerseits Schnelligkeit, aber auch Planungssicherheit. Und das hilft letztendlich beiden Seiten. Was ist Ihnen wichtig bei einem Arbeitgeber? Was muss der Ihnen bieten? Ich möchte so viel möglich weiter, wie es geht. Ich habe klein angefangen, bin seit 2012 hier,
als Leiharbeiter angefangen und jetzt hochgearbeitet als Schichtleiter, Vorarbeiter. Aber das ist noch nicht Grenze. Ich will noch mehr und mehr. Ich bin ehrgeizig und immer weitermachen. Und dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter auch schätzen, das ist mir sehr wichtig. Nicht überall zählen Frauen selbstverständlich auch heute noch nicht zur Führungsposition selbstverständlich dazu. Wie ist es in Ihrem Unternehmen? Ich selber musste zum Glück nicht familienintern kämpfen, weil mein Großvater die Unternehmerin gesehen, dass man also aus der Familie kommt. Unsere Werte haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet und diese sind, wir sind pragmatisch, wir suchen intelligente Lösungen und wir sind loyal. Weil er einfach davon überzeugt war, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann ist man auch erfolgreich. Der Vorteil eines familiengeführten Unternehmens ist natürlich ein ganz wesentlicher Vorteil, unschlagbarer Vorteil, ist natürlich das Gehen. Das Gehen, das wir halt eben direkt zu unserem Kunden haben, das Gehen, was wir intern zu unseren Kollegen und Mitarbeitern haben. Das Feedback unserer Kunden ist uns ganz wichtig. Wir hören zu, wir hören unseren Mitarbeitern zu. Wir versuchen, Ideen aufzugreifen und in neue Konzepte umzusetzen. Das ist vielleicht die wesentliche Stärke, die uns als Unternehmen auszeichnet.